So, da sind wir wieder bei Shovel Knight. Und ich nehme die Folge gerade recht zu spät auf, sagen wir einfach mal zu spät. Deswegen halten wir uns in 20 bis 25 Minuten. Fangen direkt mit der Ice Age an und ich sage kein Wort mehr über das Spiel. Doch, natürlich schon. Und wir sind bei der Ice Age. Eine der letzten, die letzte Stage, die ich momentan noch kenne. Ob ich die anderen mir noch vorher angucken werde, die Chance ist sehr hoch, sagen wir so. Und der Charakter kommt... Ich bin gar nicht mehr das Spielverhalten gewohnt. Oh, nee. Okay. Person, die meinen Kill-Counter macht, ich glaube, du wirst in dem Part eventuell Spaß haben. Nee, ich erinnere mich an zu wenig vom Spiel. Oh Gott. Ja, ich hatte jetzt ein bisschen im Voraus aufgenommen. Deswegen musste ich jetzt generell nicht mehr großartig viel aufnehmen. Und die Musik ist natürlich weiterhin schön. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich spielerisch doch vielleicht ein, zwei Probleme haben. Das war einer der ersten Stages, wo ich diesen Bodenschuss hatte. Im alten Spielstand. Das weiß ich. Diesmal nicht. Diesmal habe ich ihn aber früher. Und die hatte zwei Schüsse aus. Boah, gerade noch so drüber gesprungen im letzten Pixel. Hier gibt es einige coole Elemente. Aua, wie zum Beispiel ich, der Schaden bekommt. Diese Typen, die am Kopf unverwundbar sind, aber dafür mir helfen, an die Edelsteine ranzukommen. Ich hüpfe trotzdem auf den rum, einfach damit sich mein Schlag auflädt. Natürlich müsste der auch dann dementsprechend auf den Feind drauf gehen und nicht einfach ins Nirgendwo. So, der wirft da seine Speerchen. Den benutzen wir trotzdem noch kurz. Wir einfach unverwundbar hin. Sind wir doppelt sicher. Eins, zwei, zack. Ja, zwei Schläge halten sie so aus. Dann ist dort nur ein angepunkt. Auch wenn wir bisher noch nie unseren Traupel-Trank brauchten. Aber irgendwann wird bestimmt noch der Moment kommen, wo wir uns sagen, oh ja, das ist gut, dass wir den hatten. Ich glaube, ich hatte mal den Fall, dass ein Item mit dem Fisch einfach in die Wand geglitscht ist und direkt wieder runtergefallen ist, nachdem ich ihn geangelt hatte. So, und hier will ich vorbei, weil es sieht aus, als wäre da ein Geheimgang. Ah! Ich habe überlebt. So. Eins, zwei, Haferbrei. Aua, ich bin genau reingehüpft. Habe ich ja verdient, dass ich dann getroffen werde. So, da schauen wir mal, dass wir da gut nicht runterfallen. Hier ist es ein bisschen schmerzhaft. Oh ja, der nervige Gegner. Ist dasselbe wie der Feuermagier aus dem ersten Level, bloß dass er Eisdinger schießt, die einen zurückwerfen, wenn man getroffen wird. Nicht cool. Aber egal, wir schaffen ihn einfach weg. Nein, wir gehen nicht wegen... Wie seid ihr wert? 20. Hm, 20 Gold ist eigentlich schon ein bisschen was, aber egal. Ah, ich wollte gerade den Bodenwellenschlag machen, aber den kann ich gar nicht machen. Weil, den ganz simplen Grund, ich kein volles Leben habe. Man braucht volles Leben dafür. Ich wurde gerade im TS angestupst und war irritiert, was mein Satz war. Aber es hört man nicht, weil ich im TS gemutet bin. Es wäre praktischer gewesen, wärst du getroffen worden. Und warum sollte ich da nach links graben? Ah, wegen der Bombe, natürlich. Na, vielleicht ist hier ein bisschen Geld. Nicht unbedingt viel. Warum sollte man nicht jemand... Das ist ja nicht mal Geld. Ah, aber da war was versteckt. Nicht. Da ist nur eine Bombe. Die Wand hat irgendwie ein Loch bekommen, kann das sein? Kann auch sein, dass nur der Hintergrund dadurch geschienen hat. Oh, ich habe mich einfach spontan... Das ist ein sehr seltsames Element. Die Stacheln werden betretbar, sobald ich diese Schneestücke von der Wand abbreche. Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit Angst, dass ich sterbe. Deswegen setze ich die ganze Zeit dieses Unverwundbarkeits-Item ein. Gut, dass wir das gerade noch aufgeschlagen haben. Wir wären auch so oder so hingekommen, aber gut, dass wir es aufgeschlagen haben. So, dann nehme ich da den Feuerstab. Nö. Dann kann nämlich den Eisball einfach abschießen und, ja, dementsprechend sich den Raum ein bisschen einfacher machen. Warum sollte man seine Items hier nicht auch einsetzen, wenn man sie hat? Das ist ein Zauber. Naja, Items. Wir brauchen zwar alle Mana, aber, naja, einen Faustschlag würde ich jetzt nicht unbedingt... Ach, geht weg. Zauberverbrauch bezeichnen, wollte ich sagen. Halber Satz, der einfach verloren geht, weil ich Angst habe zu sterben. Hohoho.
Oh, oh, guck mal. Das. Oh Gottes Willen, Hilfe. Nein, ich gehe schon. Tschüss. Ah, hier ist der coole. Ich sinke Brunnen. Hat eine recht lustige Mechanik. Immer wenn man ihn schlägt, kommt so eine Art Regenbogen aus ihm raus. Und auf dem Regenbogen kann man laufen. Weißt, man kann den schön hier so ein bisschen durch die Gegend schlagen und sich das ganze Zeug hier holen. Was ich gerne mache, was keinerlei Sinn verfolgt, ist, ich nehme den immer mit. Weil spätestens, wenn man durchs Bild geht, ist er weg. Das ist ein neuer. Nicht, dass jetzt hier jemand verwechselt. So. Hup, 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 hup. So, erstmal den Magier hier wegmachen. Dann hier ein bisschen freischaufeln. Huch, da hatte ich Angst vor der Bombe. Zu Recht. So, ich glaube, der passt genau hier hoch. Ne? Ja, richtig. Weil unseren bunten Freund brauchen wir hier drüben noch ein paar Mal. Wäre ein bisschen schade, wenn er jetzt nicht mehr da wäre. So. Dann wollen wir da einfach gerade rüber und... Kannst du Gegner platt drücken? Nein, kannst du nicht. Aber man kann nicht gegen die Gegner schlagen, genau. Das war's. So, einfach rein. Happy End. Ich sollte nächstes Mal, wenn ich mittags aufnehme, ins Team offline gehen. Das ist ja schrecklich, wie viele Leute bei mir in der Freundesliste gerade anfangen, irgendwas zu spielen. Haha. So. Na, da braucht man sich auch nur 3 Schläge. Also 2 aufgeladene oder 3 normale. Dann ist ein aufgeladener scheinbar so stark wie 2 Schläge. Würde ich mal spontan sagen. Oh, ganz viele Steine. Ich glaube, wenn man das in der Luft zerschlägt, kriegt man mehr raus. Hier kann man den Boden aufhauen. Das wollen wir natürlich nicht. Wollen aber dich ein bisschen missbrauchen. Da wäre ein Angelpunkt, den ich noch hier, glaube ich, jetzt erstmal. Erstmal muss ich mich um den hier kümmern. So. Jetzt können wir hier gemütlich in Ruhe, in Gemütlichkeit angeln. Zack, ein Traupelfisch, ich hab schon, danke. Aber sehr freundlich, Mr. Traupel King, dass sie mir ja immer Unterstützung geben wollen. Können wir mal schauen, was wir noch weiter haben. Fällt durch Gegner durch, okay, die rutschen nur am Boden entlang. Da lohnt sich der Feuerstab schon am meisten. Da müssen wir es ein bisschen timen. Nein, danke. Auf den Schaden verzichte ich noch. So. Den nervigen Gnome da weg. Den Checkpoint nehmen wir liebend gerne. Weil es ab hier recht nervig wird in dem Level. Weil diese Kletterhansel jetzt öfters kommen. Ich glaube, hier in dem Teil bin ich auch oft gestorben. Bin ich hier gestorben? Nee. Hier kriegen wir aber das Schreihorn. Spoiler. Oh, das Schreihorn. Ich sehe übrigens gerade, dadurch, dass ich angestupst wurde, Entschuldigung, dass gleich kein Ton ist. So, dadurch, dass ich angestupst wurde, habe ich nicht gesehen, wie lange ich aufnehme. In the Village, our Auto in the Field, bla bla bla, beste Deals. Oh, ein Schreihorn für 4000 Gold. Gut, dass wir 4000 Gold dabei haben. Das Kriegshorn. Wow, Horn. Kostet 20 Mana. Und tötet alle Feinde, die in gewisser Nähe um uns herum sind. So. Nicht unbedingt ein praktisches Item. Also 20 Mana dafür, das mache ich mich lieber kurz ein paar Mal unverwundbar. So. Fall einfach runter. Ich weiß, du hast 2 wertvolle Edelsteine dabei, aber fall einfach runter. Ich überlebe auch ohne deine Almosen. Tschüss, Mr. Fuxi. Die sind eigentlich süß. Bisschen sehr suizidgefährdet, aber süß. So, dann angeln wir hier nochmal uns einen kleinen Goldfisch. Danke. 350 Gold, ja, das ist gut. Das. Ah, die kann man nicht zurückschubsen mit einem Schlag. Haben wir gerade gelernt. Ich wusste es selber nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Abteil zu lösen. Das war der unnötige Weg. Braucht man wirklich nicht machen. Ich wollte es trotzdem getan haben. Fahr mal kurz runter, liebe Plattform. So. Wir fahren nämlich jetzt einfach mit dir ganz weit nach oben. Ich weiß, dass Gold unter uns ist, aber
So, wir hauen aber die Plattform durch euch alle durch. Happy End. Und jetzt fahren wir nochmal durch die Münzen und dann fahren wir nochmal zurück. Bisschen hin und her hier, schadet ja nicht. Zack, zack. Danke. Nein, lieber Fuchs. Ihr habt mich, glaube ich, letztes Mal sogar mal getroffen, als ich hier war. Das war ziemlich kacke. Kacke. So, hier brauchen wir die Hilfe dieser kleinen Drachen. Tschüss. Vorm Checkpoint, weißt du? Oh, ich hätte nicht... Ich war zu gierig nach der einen Münze über mir. So. Dann schauen wir mal. Wir sind noch nicht beim schlimmsten Punkt der Map gewesen. Und solange wir jetzt noch... Machen wir so. Oh, schade, er verliert seine Steine nicht mehr. So. Die brennen wir einfach weg. Genau wie dich. So, und diesmal können wir auch immer oben lang gehen. Perfekt. Bisschen runter. Und rüber. So. Jetzt ist ein schöner Zeitpunkt. Danke und danke. So. Den kleinen Goldbeutel können wir, glaube ich, auch zurücklassen. Hier ist der Anker ganz praktisch. So. Kann man nämlich hier ganz gechillt rüber gehen. Und das ist, glaube ich, erst die nervige Stelle. Also, weil ab dem Checkpoint hier bin ich ein paar Mal schon gestartet. Beim letzten Mal, wo ich hier war. Da? Ich weiß es gar nicht. Da ich hier erst ein paar Mal in die Stacheln gefallen bin, weil ich nicht wusste, dass ich das Graben aufhören kann. Ja, man kann so weit in dem Spiel kommen, ohne zu wissen, wie das Spiel funktioniert. Ich bin halt Zombie. Aber ich glaube, da oben bin ich gestorben. Wenn es hier oben nach links zu einer Challenge geht. Genau, genau. So. Die machen wir so kaputt. Und hier bin ich oft gestorben. Weil ich immer von den Plattformen runtergerutscht bin. Weil die Plattformen letztendlich halt aus Eis sind. 50 ist so ein Stein nur wert. Die sehen so wertvoll aus. Da, da, da! Ich hab sogar oben und X gedrückt noch. Man rutscht sehr leicht auf diesen Plattformen, sagen wir es so. Auch wenn es nicht danach aussieht. Oh, Ark of Iron. Cool, ich habe ein Achievement bekommen dafür, dass ich drei gleichzeitig getroffen habe. Mit einem Schuss. Tja, ich bin halt der King. So. Egal, hier hab ich den Mana eh wieder komplett aufgefüllt. Zack, zack. Dieser Ankertrick ist echt geil, um da hochzukommen. Habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Das war echt nervig, immer die alle drei einzeln zu töten. Man musste erst an die rechteste Leiter und an die linkeste Leiter und dann nach rechts sich rüberkämpfen. Ach, man kann nicht durch den Bildschirm durchhüpfen. Ach, weil da eine Tür war. Man kann ja auch so durchgehen. Das mache ich, glaube ich, ab jetzt immer, wenn ich in diesem Raum jemals nochmal durchgehen sollte. Dann sterbe ich wenigstens nicht. Ach ja, wenn man den vorher nicht tötet, steht der auch im Nachhinein noch da. Zack. Plattform. So. Ja, dich muss ich leider ignorieren, Mr. Drachi, weil ich glaube, dich brauche ich noch. Gut, dass du nicht gestorben bist. Hätte bitte enden können. Ja, genau, da oben. Dafür da oben brauche ich den noch. Mein Gehirn, es lässt mich nicht im Stich. Aber ich muss ihn relativ weit nach rechts ziehen. So, genau, perfekt. Aua.
Zack. Boah, wie viele große Mana-Tränke hier einfach rumliegen. Können die einfach ganz gechillt unverwundbar durchgehen. Tschüss. Oh, ein Checkpoint vor einer Brücke. Und hier oben ist ein Hähnchen drin. Was könnte das nur heißen? Doch nicht etwa der Schaufelkampf auf Doom? Oh mein Gott, der Schaufelkampf auf Doom. Wer hätte das erwartet? So, my old friend. Today has finally come. This will be our final duel. Should we not lay down our shovels and part as equals? The order has no equals. Surely you can recognize power. Join us. You have forgotten our oath. What happened to the proud warrior I knew? No more words. The bitter cold will claim you. Schaufelkampf beginnt! Nein! Nein! Aua! Nein! 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 Der schützt sich übrigens oben immer. Also man muss so gesehen seinen Schneebel auf ihn zurückkicken. Oder zumindest dafür sorgen, dass man einfach mit Feuerbällen auf ihn drauf schießt, weil der Bosskampf ihn jetzt nervt. Ah, kann man nicht mal, weil er, es ist ein Boss, der sich nicht bewegt, also, please. Es gibt immer noch genug Techniken. So, erstmal kurz verstecken. So. Kann der aufhören, auf Boden zu stehen? Also er ist fast tot, aber ich habe Angst. Ich bleibe einfach so, soll mich ruhig schlagen. Ganz ehrlich, ich habe mehr Leben als er. land mir rechts das Boden. So, ich will nicht noch sterben, nachdem ich den Boss besiegt habe. Da haben wir ihn besiegt. 3500 haben wir durch den Boss bekommen. Ich habe nie darauf geachtet, wie viel man durch so einen Boss bekommt. Hätte ich anfangs die Faust mehr genutzt, wäre es praktischer gewesen. Weil das mit dem Boden macht er, glaube ich, erst, wenn er bestimmt viel Schaden hat. Aber egal. Ah, guten Morgen. Welch ein schöner Tag, um Feuer auszuschaufeln. So, dann wird es fertig und kriegen natürlich noch einen Miniboss, den wir natürlich auch direkt bekämpfen. Beim schönen Hintergrund, der leider jetzt recht düster wird. Wir kämpfen gegen den Blitzmann. Ich glaube, der kämpft mit Blitzen. What magic is this? Power. Honor. The traits of a respectable warrior. Sir, I don't believe we've met. We meet today on the field of battle. We have both defeated many knights and traveled far. Today, we fight. Stand aside. You and I have no reason to battle. Conflict is a reason unto itself. Brave knight, today you will be tested. Are you ready? Okay, also. Ich habe meine Kampfbox. Ich habe meine Boxhandschuhe dabei. Komm her. Ich box dich kaputt. Ich box dich kaputt. Ich box dich kaputt. Wo ist er? Ach, da. Ich box dich kaputt. Ah nein! Pio! 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 Ich glaube, die Handschuhe kann man echt als Easy Mode sehen. Also normalerweise hüpfe ich mit der Schaufel auf ihn oben rum und weiche nur aus, wenn er den Blitz von oben auf sich draufschlagen lässt, aber. Pff. Oh! I've been bested, but barely you still need training to overcome what lies ahead. Farewell, Shovel Knight! Oh, er hat sich in 10 Gold verwandelt! Welch freundlicher Typ. Hier ist eigentlich schön, die Folge zu beenden. Na gut. Der Schaufelritter hat gewonnen. Er macht ein paar Kniebeugen und ich würde sagen, das kann ich ruhig selber machen, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Shovel Knight. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Ich würde gerne so hochhüpfen, dass ich in der Mitte von dem Mond wäre. Das sieht cool aus. Bis dann, euer Zimbelritterbann. Piu, 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 piu.